Talk it like Louis D. Schau, jetzt wird's wild. Der Anfang wird wild, Bro. Der Anfang wird wild. Ladies and gentlemen, Louis D. Louis D. Oh, ey, ey. What? What? Hallo, 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 ZD. Wir sind da! Wieder back! Yes, baby! Das Intro für eine Hochzeit, jedes Mal. Ja, ich schwöre, das muss man aber ablassen. Yo, 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 ladies and gentlemen! Grüezi miteinander. Wir dürfen euch wieder willkommen heißen. Es ist Mittwoch. Absolut. Wenn ihr das gehört. Yeah, wir sind back, back in the building, back in the house, back in the alles, back in the podcast. Und wir sind natürlich, wie wir gemerkt haben, die letzten zwei Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, haben wir ein bisschen Angst gehabt. Darum haben wir heute einen Security dabei, einen Sicherheitsmann. Absolut. Denis Simani ist da. Herzlich willkommen, Denis. Danke dir vielmals. Danke. Merci. Yeah! Hey, merci vielmals, dass du Zeit genommen hast. Ja, voll. Danke vielmals. Wir appreciate das auf jeden Fall. Danke euch für die Einladung. Ganz gerne da. Freue mich auf. Der Podcast. Freust du dich jetzt auf die vier auf Stunden aufnehmen? Ja. 4 Stunden jetzt das. Parat. Bis nächste Training. Geht direkt musst du von da. Ich rede einfach ganz oben. So. Ja, Bro, Bro, wir wissen ja natürlich, wer du bist. Aber willst du dich selber kurz vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Ja, der Name hast du schon gesagt. Ich spiele beim FC Luzern. Seit ein paar Jahren Profifußballer. Zwischen ein ganz normaler Mensch wie alle anderen. Das war ein wunderschönes Intro. Aber nice. Ich denke, bevor wir gross anfangen, müssen wir noch schon noch gratulieren, oder? Denis ist Vater geworden, hat geheiratet das Jahr. Also eigentlich. Hey, schön, mega herzlich. Gratuliere, congratulations. Also eigentlich sitzen jetzt da 3 verheiratete Männer in einem Hinterraum. In einem Hinterraum am Lästern wie du, ne? Auch geheiratet das Jahr, oder was? Nein, schon vor 2 Jahren. Ah, wir haben für das Jahr geheiratet. Ah ja, dein Bruder, dann hat dein Bruder das Jahr geheiratet? Nein, auch letztes Jahr. Auch letztes Jahr? Ja. Ah, so viel, ja, letztes Jahr. Okay. Nein, vor 2 Jahren. Das ist jetzt kritisch. Ja, das ist jetzt schwierig. Schon erst einmal rausschneiden. Ja, das ist gut. Nein, ich weiß im Fall gar nicht, in welchem Jahr das war. Aber er ist schon eigentlich vor mir gehört. Ah, jetzt sehe ich ihn. Ich fand viele Leute, ich merke es immer, ich habe es gar nicht gemerkt. Weißt, viele Leute schauen voll auf den Ring, die ganze Zeit. Ah, weißt du, ich meine, so, das habe ich habe mich nie darauf geachtet. Nein, ich auch nicht. Ich auch nicht. Aber wenn es um das Thema geht, dann. Ja, gut, dann sowieso. Ja, genau. Aber es ist auch sowieso so, mich hat noch nie ein Mann gefragt, zeig mal deinen Ring. Ja. Das heißt, jede Frau. Ja, voll. So, voll. So meine Cousinen und so, zeig gerade direkt den Ring. Ich meine, Amigo, man, so speziell ist er jetzt nicht. Ja, normaler Ring. Das ist der Krebs. Bei der Frau ist es ein bisschen anders, gell? Ja, ja. Wir sind ja nicht so special wie alle anderen. Ja. Einfach so zum zusammenfassen, dass Leute ein wissen, was das heisst, Fußballer, Gossau Jugend gewesen, Station in Basel, GC, Brühl, über Rapi ein paar Jahre, dann in Vaduz gewesen und so ist eigentlich mehr oder weniger dein Werdegang zu Luzern, oder? Ja, genau. Ja, so. Ja, so ist es gewesen, ja. Viel auf und ab gehabt. Nicht so eine normale Karriere gehabt, viel selber im Weg gestanden. Vieles ein bisschen, ja, sogar noch eine Zeit lang geschafft, 80%. Ah, okay. Ja, also ein Profi und geschafft? Nein, es hat auch Zeiten gegeben, wo ich nicht Profi war. Ah, okay. Es hat Zeiten gehabt, Profi und dann wieder geschafft. Manchmal auch ich selber nicht gewusst, okay. Ich bin jetzt ganz Profi wird sein. Und ja, es war immer ein bisschen auf und ab gewesen. Und dann eigentlich also, Profi bis, ja, bis Basel, also GC Basel-Jugend. Und dann zu Rapi und dann habe ich wieder angefangen zu arbeiten. Wo in Rapi, welche Liga war das? Boah, das ist die erste Liga Classic. Ah, mhm. Oh, okay. Das ist die vierthöchste Liga. Vierthöchste Liga? Ja. Oh. Ja, und dort das ist ein bisschen Nebenverdienst. Weißt, das ist, ja, ja. Mhm. Und dann habe ich wieder gearbeitet, dort, wo ich die Lehre gemacht habe. Wo ich sehr viel zu verdanken habe, dass ich jedes Mal, wenn ich es gebraucht habe, ich konnte wieder zurückgehen. Oh, ja, super. Mega Betrieb gewesen. Und und dann mit Rapi aufgestiegen, bis in die Challenge League. Dann wieder Profi gewesen. Und auch dort habe ich auch noch nebenbei weitergearbeitet. Okay, als was, wenn ich frage? Haustechnikplaner. Ah, okay. Ja, du hast die Lehre gemacht als Haustechniker. Ja, genau. Ah, okay. Genau. Und dann und der hat mir auch dort mal ermöglicht, dass ich überhaupt auch zu GC gehen konnte. Ah, wow. Weil der Betrieb ist in Gossau, St. Gallen. Mhm.
Schon gerade um die Ecke? Ja, genau. Ah. Und dann musste ich nur in die Schule. Sie haben mich unterstützt. Ich konnte... Also was, du hast gar nicht mehr arbeiten? Nein. Wirklich, nur in die Schule? Nein, nur in die Schule. Also war jetzt von der Lehrzeit? Ja, ja, genau. Krass. Hast du einfach gesagt? Ja, genau, genau. Aber dann habe ich das Glück gehabt mit dem Chef, mit dem Lehrbetrieb, wo jetzt, so viel ich weiß, sogar aufgehört hat jetzt mittlerweile. Okay. Und ja, da habe ich das Glück gehabt, sonst hätte ich glaube da gar nicht können machen. Yeah. Und dann ist es so gewesen, dass ich da, die Lehre hat 4 Jahre gehabt. Dann nach 2 Jahren bin ich, hat mir der Lehrmeister gesagt, hey, es ist auch ein bisschen finanziell für uns. Yeah. Willst du den LAP oder willst du abbrechen? Ja. Weil die Noten sind nicht so. Die Noten sind nicht so gut gewesen. Okay. Ja, und dann habe ich dort mal die Chance gehabt, um zu Brühl gehen. Die sind in die Challenge League aufgestiegen. Mhm. Und die haben eben am Abend trainiert. Die haben keinen Profibetrieb gehabt. Das war keine Profimannschaft gewesen. Okay. Die sind aufgestiegen. Und dann habe ich dort am Abend, also am Tag normal, nicht gearbeitet. Richtig. Ich habe fast ein Jahr lang nur gelernt für die LAP. Ja, okay. Damit ich die bestehe. Mit dem Lehrmeister zusammen viel. Und dann habe ich das Jahr in Brühl gespielt. Ja. War ja, fußballerisch nicht so gut war, aber ich hatte die Lehre. Kennst du ja die albanische die Lehre muss fertig sein. Musch, ja, ja. Nein, zum Glück. Im Nachhinein zum Glück. Ja, ja. Ich im zweiten Lehrjahr, wo ich, oder im, nach dem ersten, habe ich eben zu GC können. Ich hätte am liebsten sofort abgebrochen. Aber, aber nein. Zum Glück hatte ich die Möglichkeit gehabt, dass ich die Lehre fertig machen konnte. Und dann, ja, nach Brühl bin ich dann in der LAP fertig gewesen. Irgendwie bestanden. Das war, glaube ich, das härteste Jahr gewesen, so. Was heisst das denn? Wann bist du denn wieder Profi? Wie alt bist du gewesen, wo du wieder Profi gewesen bist? Oh. So richtig Profi? In der erst. Also Challenge League. Ist das, ja, Challenge League ist schon Profi, ja, schon, oder? Ist schon Profi. Ja, ich bin schon Profi, ja. Okay. Das heisst, du bist von Amateur wieder Profi, Halbprofi, Amateur, ja, genau. Immer hin und her. Ja, immer hin und du hast nie aufgegeben? Nein, nicht, ja, also, ja, ich habe immer das Ziel gehabt, dass ich gerne in der Super League spiele. Okay. Oder in der Challenge League, in einer Mannschaft, die vielleicht oben mitspielt. Und da ist es dann so weit gekommen, dass ich dann... Dann sind wir mit Rapi abgestiegen von der Challenge League. Ah, okay. Und dann konnte ich zu Vaduz. Und in dem Jahr, wo wir abgestiegen sind, hätte ich noch Vaduz. Ja, genau. Ja, genau. Wir sind abgestiegen und dann habe ich zu Vaduz. Und das war für mich ein super Schritt gewesen. Ja. Zu einem super Verein, der auch in der Nähe ist von mir, wo ich daheim war. Und habe nicht mehr zügeln und weg von daheim, ja, mein Umfeld gehabt. Das war super gewesen. Also schon nicht, schon nicht der klassische Profiweg, so voll einfach. Also voll einfach ist es so oder so nicht, aber nicht der Jugendmannschaft Basel aufgekommen, dort Stammspieler, genau. Sondern. Heavy durchgekämpft? Ja, 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 durchgekämpft. Und irgendwann habe ich gedacht, eben nach Basel. Damals ist schon recht schwierig, die Superliga. Ich meine, die Konkurrenz war riesig bei Basel. Was bist du in den Jahren gegangen? 91. Ja. Okay. Und bei Basel ist bis zu 21. Mhm. Und dann, ja, in der ersten Mannschaft war es einfach schwierig. Da musste ich sehen, weil der Konkurrenzkampf ist so groß war. Da ist Basel ja noch stark gewesen. Also. Ja, ja, dort haben sie noch Champions League. Champions League spielt regelmäßig oder Minimum Europa League. Ah, machen sie das aktuell nicht mehr? Nein, jetzt momentan. Eine andere Sorge. Ja, ja. Ja, und so. Und dann habe ich gedacht, ja, eigentlich, dadurch, dass ich die Lehre abgeschlossen habe, ich eigentlich wieder weiter mit der Schule machen. Eigentlich war mal das Ziel, vielleicht mal BMS machen oder mal schauen, was das nächste könnte sein. Habe ich eigentlich so wie ein bisschen abgeschlossen kann mit Fußball. Okay. Wenn ist denn für dich der Moment gewesen, wo du gewusst hast, Minga, ich kann Profi werden? Ist das früher schon gewesen oder erst relativ spät? Ja, ich glaube schon, dass ich. Ja, schon immer gewusst, dass ich Super League spielen könnte. Muss ich ehrlich sagen. Das Mindset ist da. Ja, genau. Ja, schon denke, dass ich da kann. Mhm. Und, aber halt, vielleicht auch. Bei mir ist vielleicht die Jugendzeit ein bisschen länger gegangen als bei ein paar anderen. Ich habe. ja, ein bisschen halt. Auch Sachen gemacht, viel rausgegangen. Ja. Habe nicht auf alles verzichtet, um richtig Profifußballer zu werden. Und darum habe ich vielleicht auch so einen Weg müssen machen. Aber ich finde es mega interessant, weil ich weiß, wenn jeder hat vielleicht einen Kollegen, wo du denkst, ah, der bringt, so wird Profi. Und dann hat er eben vielleicht eine Verletzung oder eben hat er andere Prioritäten, die er setzt. Und, aber weißt, bei dir, ich finde es auch interessant,
du bist wieder Amateur gewesen und dann wieder Halbprofi, wieder Profi. Weißt du, dass du das wieder aufschaffst, das ist das Schwere. Weißt du, du hast voll nicht immer dran geglaubt. Ja, da ist es. Ich finde vor allem mal beeindruckend, weißt du, dass du dann nicht am Schaffen bist, wieder gut schaffen, ja, dass genau. Du das Ego selber besiegst. Voll. Ja, eigentlich schon früher nicht. Also eigentlich muss ich ehrlich sagen, habe ich nie wollen. Also nicht gegen Challenge League oder irgendeine, also gar nicht. Ich habe am meisten Spiel von meiner Karriere in der Challenge League gemacht, wo Super Liga ist, wo auch Qualität oder das Niveau schon recht hoch ist. Habe ich eigentlich nie wollen. Ich habe immer gesagt, das Mal, als ich bei Basel war, habe ich immer gesagt, entweder schaffe ich es richtig. Und okay. Ich mache eine richtige Fußballkarriere. Und ja, verdiene auch mein Geld mit dem. Normal, also richtig, weißt du. Und dann, habe ich gemerkt, nein, es wird schwierig. Bei Basel habe vielleicht auch ein bisschen zu früh aufgegeben. Ich muss schon ehrlich sagen, hätte sich vielleicht gelohnt, um ein bisschen dranbleiben. Aber man weiß ja nie im Nachhinein, weiß nie, wie es richtig, wie der andere Weg gewesen wäre. Und ich wollte sicher gehen, ich wollte, dass ich regelmäßig richtig Sieg gekommen habe, nicht so einen Lohn habe, der nebenbei ist. Was ist oder halt mit der Schule weitermachen oder mit Arbeiten. Das war eigentlich dann das Ziel. Ich immer denke, entweder mache ich das oder das richtig. Und dann hat sich die Chance ergeben, zu Rapi zu gehen. Die haben Ambitionen gehabt, zum Aufsteigen. Da habe ich ja gleich auch immer gehabt. Ich wollte nie aufhören mit Fußball und ich wollte so hoch wie möglich spielen. Yeah. Aber dann habe ich mich wirklich entscheiden, dass ich. Weil es gibt ja so viele junge Spieler, die so talentiert sind und wo nur immer auf Fußball setzen. Und dann vielleicht, da ich zum Beispiel jetzt nicht will, dass ich nachher mit 25 denke, oh, Scheiße, jetzt vielleicht lieber so in der Zeit meinst, auch nicht arbeiten oder vor der Schule machen oder so. Weil Vor allem, es ist ja sehr früh, wo dich entscheiden musst. Ich gehe voll auf Fußball, auf alles verzichten. Ja, oder nicht? Das ist, du merkst genau, du trennst dich so voll viel mal. Ja, voll. Und bei vielen, bei Pannen ist es aufgegangen. Aber die sieht man jetzt vielleicht in der Nazi und so, wo da aufgegangen ist. Aber es hat auch viele, die nicht aufgegangen ist. Und dann mit 24, wenn du vielleicht schon eine eigene Wohnung hast, ein eigenes Auto, dann musst du noch eine Lehre machen. Ja. Geht nicht so ganz auf. 91 Jahrgang. Hast du mit dem Jack auch gespielt oder in der Jugend? Nein, wo ich zu Basel gekommen bin, hat er schon den Transfer gemacht. Er und Shakiri sind beide in dem Sommer wechseln. Dein Umfeld dich auch unterstützt, dass du nicht aufgehst für deine Profikarriere? Ja, maximal, ja. Schon. Voll. Der Randy kennt ein bisschen die Jungs von mir und die habe ich bis heute noch. Voll auch meine Eltern, mein Vater hat mir irgendwie nie Druck gemacht, um zu sagen, mach Profi oder mach das und mach das. Er ist, auch wenn ich bei Rapi gespielt habe oder bei Brühl, ist er gerne Spiel schauen gekommen. Ich glaube, sein Vater die größte Legende. Wenn du ein Match gehst, von ihm schauen, dann siehst du einmal so am Strahlen. Der ganze Match. So am Strahlen. Oder am Rauchen. Oder, aber irgendwie am Lachen und Rauchen gleich der einzige Mensch, der das kann. Beim Lachen und Rauchen. Riesenlegende. Sehr gut. Ich auch immer, jedes Mal, wenn ich ein Match gehe, von ihm schauen, ich bin jetzt nicht so, dass ich jeden Match bei Saisonkarte habe, aber ich bin schon ein paar Matches schauen. Ich schreibe immer in die Gruppe und es sind immer locker 5, 6, 7, 8 Leute von Frau, also von Ostschweizer, die Region sind immer dort, jedes Mal. Ja, das ist echt, das ist geil. Das ist heavy. Schon Vaduz so gewesen? Ja, das war auch in Rapi so. Es spielt ja irgendwie auch keine Rolle, wo du spielst. Wenn ein Kollege von mir Drittliga spielt und ich habe Zeit zum schauen oder wenn macht ich jetzt kein Match hätte, ja, dann macht es ja Spass. Ich gehe wegen dem Kollegen und nicht wegen dem Stadion oder wegen den Zuschauern. Logisch ist es geiler, wenn du in einem vollen Stadion gehst, es geht um etwas, dann ist es sicher interessant. Bram, er kommt immer reden nach dem Match. Wenn es gewonnen hat, wenn es nicht gewonnen hat, das ist einfach nicht. Ja, das ist schwierig. Klassig. Ja, ich denke es. Sollen wir jetzt ein paar. Bist du ready für den ekligen Part? Ja, ein bisschen abschweifen. Ich bin brutal ready für den ekligen Part. Du hast das gute Glück heute, dass wir stellen dir ein paar Fragen. Und Randy sagt dir gerade, was du kannst gewinnen. Also, look, wenn zwei Fragen richtig beantwortet Bro, wenn zwei oder drei Fragen richtig beantwortet hast. Zwei, okay, ist gut. Dann kommst du ein Ticket über von der FC Luzern. So, mal schauen, Auswärtsblock. Stehplatz. Gerne, würde ich auch mal gern. Dann weißt du mal, wie es ist für uns. Wenn wir den Match kommen, wir sind nicht auswärts. Also.
Bro, ich habe die, für mich die brutalste Frage. Ja. Ich habe noch nie so eine geile Frage gehabt im Podcast, muss ich ehrlich sagen. In deiner ganzen Karriere, wie viele geile Karten hast du bis jetzt gemacht? Was meinst du? Wow, viel, viel. Ja, viel, viel unnötige. Eine Zahl. Irgendwo mal schätzen. Schau, zum Vergleich, dass du irgendwo checkst. Also ich rede jetzt nur von Transfermarkt.ch. Ich kann natürlich nicht die Serie sehen. Wenn ungefähr sind es 420 Spiele, so irgendetwas. Okay. Wo auf Transfermarkt gestellt sind. So die. Ja, genau. Mit, alle GC, Basel, Brühl, Rapi-Spiel, Vaduz. Etwa 100. Ja, also, das ist schon eine erste Frage. Also, schau, erste Frage. Er sagt 100, das sind 147 gelb, 8 mal gelb-rot, das sind noch dazu 155 gelb eigentlich und dann noch 5 mal direkt rot. Amigo, ich sage dir ehrlich, die meisten von meinen Kollegen tun nicht mal so viel Zähneputzen im Jahr, wie du gelb geholt hast. Legend. Also gehen wir zu der nächsten Frage. Wie lange bist du im FCL jetzt? Seit jetzt 2 Jahren. 2 Jahre, ja, okay. Genau. Wann ist der FCL gegründet worden? Das zweite Mal, wo geschnitten wird. Ja, da muss ich sagen. 1901. Boah! Riesen Luzern Boy, ja? Fans haben gute Arbeit gemacht, mit den Schildern. Brutal. Jetzt habe ich gemeint, ihr macht Faxen, weißt du? Quasi richtig. Richtig, ja? Also, erst die richtig. Oh, mich hätte immer noch Ding auseinandergenommen. Und dann ist es gesehen. Einfach 50 daneben vor. Bro, ich habe noch nie ein Match von dir gesehen, wo nicht Geld geholt ist. Ja. Ich habe noch nie im Stadion gesehen, wo du nicht Geld geholt hast. Das ist gut möglich. Ich bin wirklich so lang. Schau, die zweite Frage, war wild ist. Und die, wenn die weißt 100%. Ja, die und ich bin voll sicher, dass die weiß. Ja, voll. Bro, wie viele Parkplätze hat Swiss Bar Arena? Parkplätze? Im Tiefgarage? Nein, Parkplatz. Nein, dort für Gäste, weißt du? Soll ich einfach eine Zahl sagen? Ja, was schätzt ist. Boah, das ist peinlich, euch. 4000. Bro, 99. Du sagst 99, das wissen wir alle. Ja, ui, da bin ich. Ja. Da bin ich wieder. Was, Da bist du sogar näher mit der geilen Karte als mit dem. Das ist schon mal. Also die ist jetzt die letzte Frage, die ist leicht. Wow. Die ist ganz leicht. Wie viel Platz hat man in der Swiss Pro Arena? 15.000. Sind kliegen mehr. Du hast jetzt wahrscheinlich nur mit den Heimfans gerechnet. Voll. Das sind 16.500. 15.000 sind wahrscheinlich nur die Heimfans. Ja. Aber ja, ist gut. Ist riesig. Ja, dann teilen wir die Tickets. Dann also, ladies and gentlemen, du hast die Tickets gewonnen. Wir kommen da mit. Wir holen 3. Du bist am Spielen, kannst nicht kommen, aber das mal irgendjemand. Auch easy. Geschäftsauslage. Spesen abrechnen. Ja, voll. Aber wie jetzt, wo du gesagt hast, wegen Profi, das ist jetzt schon seit eineinhalb, zwei Jahren, wo du bei Luzern bist. Ja, zwei. Was ist so ein Standardalltag beim FC Luzern? Wie sieht das aus als Profi? Ja. Wie können wir uns das vorstellen, als nicht? Ja, also am Wochenende ist eben meistens Training oder Spiel. Also ist immer so Training Samstag, wenn wir am Sonntag spielen, dann ist Montagmorgen Training. Meistens auslaufen, wenn du gespielt hast, ist ein bisschen lockeres Training, ein bisschen erholen vom Match. Dann hast du meistens 2 Tage nach dem Match, hast du am Dienstag frei, den ganzen Tag. Und dann kommst du am Mittwoch ins Training am Nachmittag. Wieder Einstiegstraining. Meistens haben wir einmal in der Woche, zweimal am Tag Training. Und sonst, Training viel halt wirklich erholen. Und jetzt, im Alter braucht es ein bisschen mehr zum Erholen. Ja. Und dann, wirklich ein bisschen, erholen, viel geht. Es klingt immer so wenig, nur morgen Training, Nachmittag frei, aber es ist meistens, meistens bin ich erst beim 2 daheim. Mhm. Und dann essen, vielleicht ein bisschen schlafen zum Erholen. Wieso, seit Vater bist, wie,
Ist es strenger geworden im Training, ist mehr Mühe? Oder wie bringst du beides unter den Hut? Nein, strenger ist es nicht geworden, definitiv nicht. Es ist eine riesige Umstellung einfach. Jetzt bist du nicht mehr so spontan und kannst. Mhm. Schnell in einen Podcast kommen. Ja, also. Ja doch, da geht immer. Nein, aber am Nachmittag kannst du nicht einfach schnell anliegen und schlafen. Wenn du vielleicht wach ist, dann willst du auch ein bisschen Zeit mit ihm verbringen. Ja, absolut. So viel Zeit wie möglich. Und wenn er schläft, liegst du vielleicht auch ein bisschen an. Ja, sonst nicht. Ist nicht mein Part, da macht die Frau. Was für ein Balkaner. Ja. ist gut. Nein, es ist nicht gross. Ich habe einfach mehr Freude zum Heigo. Ja. Schnell wie möglich heim. Ja, das ist schön, sicher, wenn ein kleiner ist oder eine Frau. Ja. Erzähl, gehen wir mal ein bisschen intimer ins Team. Erzähl mal sich ganz etwas. Habt ihr so ein Teamritual, wo ihr in der Mannschaft habt, vor jedem Match oder weiß auch nicht, vor jedem Training? Ja, also in der Garderobe läuft immer Musik. Mhm. Alles ein bisschen, von afrikanische Musik. Aber ist schon ein DJ Händler ein oder ist? Ja, es hat zwei, drei, der Ardon. Yashar ist einer, der Ismail Weka. Aber jetzt ist er leider verletzt, ist nicht rum. Der Max Meyer. Mhm. Und der hört ihr Albanisch hört ihr auch? Ja, alles. Ja, 90% Albanisch. Talo. Aber das ist, glaube ich, nicht nur wie so. Ja. Das ist auch bei uns die ersten 10 Gäste, das sind alles Albaner. Ja. Meine Leute haben dich konvertiert oder so, einen neuen Pass bekommen. Alter. Ich würde nachher kommt einer, vorher ist einer gewesen. Jedes Mal. Eine Woche ist auch Albaner gewesen. Ja, vorher. Und jetzt kommt eine Woche vorher, jetzt kann man so sagen, ist ja schon, wenn die Folge rauskommt, ist ja, die ja schon da, Arber ist schon. Der Letzte. Der kommt nachher. Ja. Nächste Woche haben wir, aber nächste Woche ist nachher. Ja, nachher keine mehr. Dann ist er noch ist für 6 Jahre fertig. 6 Jahre Pause. Haben da genug gemacht? Nein. Geil. Ja. Und wie lange vorher sind das so am gute Stimmung, gute Vibes in der Kabine? Was so mit Musik? Vor dem Training. Vor dem, ist Match. Das auch während dem Match oder nur im Training? Nein, während dem Match schau. Während dem Match auch? Also in der Pause und so wird Sound laufen, oder? Nein, Pause nicht. Aber vor dem Match so? Vor dem Match ist Musik, jeder. Ja, bei 20 Spielen ist schwierig, dass alle die Musik bei Kopfhörer drin. Ja, ja. Jeder lässt vielleicht ein bisschen sein, aber sonst läuft immer Musik. Wir gehen meistens ins Hotel zuerst, vor dem Match, wir haben eine Besammlung. Das 6 bis 8 Stunden vorher. Mhm. Und dann gehst du ins Hotel, essst, erholen wieder, schlafen. Mhm. Oder jeder halt ein bisschen, was noch braucht. Ist immer ein bisschen individuell. Mhm. Und nachher kommst du in die Garderobe, Musik, jeder zieht sich um. Aber ein bisschen im Fokus, im Tunnelblick hinein. Ja, ich glaube, dann, wenn du ins Stadion kommst. So, ja, dann, wenn du ins Stadion reinfährst. Ja, genau. Wenn du ins Stadion kommst, dann in die Garderobe umziehen, dann bist du schon recht. Dann ist schon das erste Mal eine geile Karte im Kopf. Dann ja, genau. Dann bin ich noch am Sagen, hoffentlich kein Hit, aber es ist meistens schwierig. Ja, manchmal ist es schwierig auf dem Platz. Ja. Aber, du gehörst schon eher, wenn man das so sagen darf, schon eher zum überdurchschnittlich aggressiven Spieler, wenn man das so. Ja. Manchmal würde ich. Wie herzig, das wird weglachen. Ja. Nein, manchmal würde ich lieber kein geiles Auto holen. Ja, auch schon viel dumme geiles Auto. Diskutierst du auch viel mit dem Schiri noch so Sachen? Ja, jetzt, ich muss sagen, jetzt die Saison habe ich mich schon recht beruhigt. Mhm. Aber sonst ja, viel, ja. Viel Fouls, viel auch diskutieren und das ist manchmal ein bisschen unnötig. Wie, da habe ich mich schon ein paar Mal gefragt, wenn der Schiri dir etwas pfeift, geil gibt oder was auch immer. Wenn du mit dem diskutierst, bringt ja gar nichts. Nein, gar nicht. Du musst einfach schnell die Emotionen frei laufen lassen, schnell den Frust so lassen. Ja, manchmal bist du frustriert oder bist eben am Verlieren und läuft nicht so wie geplant, dann musst du raus. Aber der Schiri hat in den meisten Fällen nichts dafür. Ja. Eigentlich immer nichts dafür. Ja. Fast immer, ja. Ich habe jetzt eine lustige Geschichte und vielleicht findest du nachher auch aus dem eine Geschichte, die du uns kannst erzählen kannst, die live vielleicht passiert ist. Das war aber Amateurfußball. Es ist so eine Albaner. Ja, aber nein, der Schiri. Es war ein Albaner Schiri. Der hat nicht gut gebrochen Deutsch können. Und dann sind wir im Kreis und der hat darauf reden. Und der hat sich vorgestellt, ja, ich bin der und der. Und der hat einen voll lachen. Der war auch Albaner. Dann sagt er ihm, schaut er ihn so an, macht er ihm so, ey, ich piep dich auf den Platz, weißt du? Wenn du einen lachst. Und er hat mir geschockt. Und er kommt nachher entschuldigt, weißt du, wo er nachher fertig ist, er geht, sorry, ich habe es nicht so gemeint. Er so, nein,
Weißt du, du siehst es auf dem Platz, dies, das. Nachher war so abseits gsi und dann ich so, nein, ich so, es war kein abseits gsi. Und ich so, hey, es ist kein Abseits. Dann sagt er mir so, von Helikopter hast du gesehen, das Abseits. Und ich bin geschockt, voll von Lachen. Es ist auch so eine Geschichte. Also nicht von Schiris oder von Spielern, wo du denkst, ah, das würde jetzt da reinpassen. Oder wo du kannst erzählen. Ja. Du musst nicht Namen, aber kannst. Nein, nein, ja. Das ist jetzt nicht so lustig. Ich habe ja auch schon. Die meisten Schiri haben noch. Das hat niemand gesehen. Die meisten Schirien, oder ein paar Schirien haben gesagt, hey, von jetzt an gibt es erst gerade in der zweiten Minute die Gelbkarte, dann bist du ruhig, habe ich Ruhe, 90 Minuten. Aber, und da hat es wirklich gegeben, dass beim ersten Foul Geld hatte, dass ich noch ruhig bin. Ja, wirklich? Machen, ja, ja. Verstehe, gut, sind es immer wieder die gleichen Schiris? Ja, schon. Also irgendwann checkst du auch gut bei der. Ja, ja. Doch, weißt, kannst du vielleicht ein bisschen dribbeln beim anderen? Ja, ja, doch, doch. Es hat schon meistens, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Schiris das hat, aber es sind dann schon. Hast du auch so ein bisschen deine Favorites. Ja, ja. Haben wir das so als. Ja. Ja, bei Pauen ist ein besserer Austausch, weißt du? Ja, ja. Kannst du mal etwas sagen auf dem Feld? Ja, das ist ja nicht nur eine schöne Sache. Also, weißt, aber mit ihm kannst du mal etwas sagen, wenn du frustriert bist und er weiß, wie ich einordne. Und dann. Ja, voll. Geht schon, bei Pauen, weißt du, da langt nur schon. Ein, zwei Wörter und dann hast du Geld. Und etwas gegen Frisur scheiße, so schlimm. So schlimm. Wie ist der Unterschied, so wahrgenommen von der Challenge League zu der Super League? Weißt du, bist ja relativ schnell, wo der Frick von Vaduzio zu Luzern bist, du hätte dich mitgenommen. Ja, genau. Wie hast du dich schnell können adaptieren? Also von aussetzen, so wirkt es, als ob du irgendwo anders gespielt hättest. Ja, zum Glück, ja. Ja, ich habe. Am Anfang vielleicht ein, zwei oder drei Match. Das Problem, also habe ich Bruch gehabt, weil das Problem ist, dass bei Vaduzzi mein Erster war. Ist immer ein bisschen einfacher zum Spielen, wenn du Erster bist und hast auch viel Selbstvertrauen. Und dann bin ich zu Luzern. Luzern hat, glaube ich, 9 Punkte gehabt in der Zeit, die ganze Vorrunde. Ist im Abstiegskampf gewesen. Und dann hast du schon gemerkt, dass es ein bisschen andere Dimension ist. Es hat viel mehr Leute, die es interessiert. Wie du gespielt hast in Vaduz, muss ich ehrlich sagen, ist alles ein bisschen ruhiger. Hast nicht so viele Fans, hast auch nicht so viel Druck von außen. Aber nachher ist es immer besser gegangen. Halt, der wichtigste Punkt war halt auch einfach, dass ich den Trainer kennt habe und gewusst habe, was er von mir verlangt. Und, ja, und dann ist es immer besser gegangen. Und dann so ein riesen Ding, so ein riesen Unterschied habe ich nicht gemerkt, außer halt einfach, dass. Ja, viel mehr Fans waren und halt einfach einen größeren Druck. Wenn es den Druck ansprichst, so, wenn du sagst, der äußere der Druck von außen, ist schon so medial oder von was? Ja, medial und von den Fans. Ist, ja, weil ich weiß nicht, wie es rausgekommen wäre, wenn wir abgeschieden wären in dieser Saison. Ich und die Saison hat auch wirklich viel Kraft gekostet. Dann habe ich erst nach der Ferien gemerkt, dass ich, dass ich richtig kaputt war. So. Weil es eine lange Saison war und du hast jeden Match gewinnen Du hast das Messer am Hals gehabt, jeden Match. Ob du gegen IB gespielt hast, dann hat am Schluss niemand mehr interessiert. Du hast einfach Punkte holen. Obwohl du gewusst hast, gegen IB in Bern wird schwierig. Und darum hast du immer, und trotzdem hast du immer Punkte holen, weil die Spiele sind gelaufen, es sind immer weniger Spiele geworden. Punkte hast du gebraucht. Und dann haben wir halt über die Barrage noch gegen Schaffhausen zwei Match. Okay. Und problemlos durch. Nein, so problemlos ist dann. Ja, in Schaffhausen 2-2. Und dann ist ein ausgleichender Match gewesen. Ich glaube nicht gemerkt, dass wir von der Super League sind und sie von der Challenge League. Der Barrage ist immer schwierig. Ja, genau. Ja, weil du hast Metz, also wir haben Metz von viel das halt zum. Absolut. Weil ich es auch erlebt habe mit Vaduz. So sind wir ja aufgestiegen in die Super League. Haben wir auch gegen Thun. Und für die, die in die Barrage kommen von der Super League, ist halt einfach ist schwierig, du hast viel mehr Druck. Ja, alles oder nicht. Alles oder nicht. Und für die Challenge League ist es auch ein bisschen einfacher. Du kannst fast noch gewinnen. Welche gegnerische Fans sind am mühsamsten in der Super League? Ja, ich persönlich finde FCZ. FCZ, okay. Weißt du, was sie Luzern, was sie? Sie sind viel und
Ja, sie sind laut, viel. Aber machen auch Stimmung. Machen auch Stimmung. Ja, machen auch Stimmung, ja. Also eben, nicht. Ja, ja, absolut. Für die FCZ, Superfans. Mhm. Genau. Aber so als Gegenspieler ist es ja, unangenehm. Weil, ich glaube, letztes Mal in Luzern gespielt und. Der Match bin ich auch gesehen. Ja, dem ich auch gefühlt wie ein Auswärtsspiel für uns. Also bei FCZ Heimspiel. Ja, vor allem die ganzen Kinder im Goal. So. Alles, alles, ja. Alles kann ich noch nie sehen. Genau. Das ist unglaublich. Wirklich. Und da ist, glaube ich, nicht nur gegüsst, so. Die sind wirklich viele Fans. Freut mich sehr. Bist du FCZ-Fan? Ja, der FCZ-Fan. Stehst du da? Wieso hockst du mit uns, Mann? Ich habe FC Luzern, ich wollte nie aussprechen. Aber, Wie steht das? Sorry, auf dem Stadion her? Oder bist, Nein, im Stadion. Hast du ein paar Favorite Spots, wo du sagst, boah, der tust im Kalender rot markieren, ist ein geiler Auswärtsmatch? Nein, so irgendwie ein spezieller Match nicht, nein. Okay. Nein, es ist einfach immer, weil Luzern St. Gallen ist immer interessant, weil dort ist ein bisschen die Stimmung. Gut, es hat mehr oder weniger Heimspiel für dich, ist ja deine Region. Ja. Ja, nur habe ich halt nicht viel mit St. Gallen zu tun. Nicht mit dem Verein, ja, aber so genau. Von der Region. Ja, so von der Region. Sicher viele Leute immer von dir. Speziell für mich, ja, genau. Aber so, weil sich, glaube ich, auch beide Fanlager nicht so mögen, dann ist immer ein bisschen heiße Stimmung. Mhm. Und zu den Grossen, so IB, Basel? Ja, das ist immer. Das ist wirklich in Bern, ich glaube, letztes Mal haben wir 29.000 gehabt. Ja, es ist interessant. Also, ja, bei mir ist es so, dass wenn ich auf dem Feld bin, da kann, also yeah. Vielleicht sind da die anderen auch, aber dann merkst du nicht so. Außer das, es ist echt schön, wenn du zum Beispiel in Luzern Goal machst, jemand von deiner Mannschaft das Goal macht und ein bisschen nach vorne ist schon, gibt da schon richtig Kraft und peitscht auch nach vorne. Ist auch eine riesige Wand. Ich finde, das Stadion ist schon gut aufbauen von dem. Ja, genau. Die Wand, also gerade so die Fans in einem Goal sind ja schon. Ja, ist recht nah und sie machen eine riesige Stimmung. Ja. Am liebsten spiele ich daheim, ja, weil es gibt so Matches, wo wirklich auf der Kippe sind, wir sind am Gewinnen, aber es ist, der Gegner ist viel Druck machen und dann vielleicht bei jeder Grätsche oder bei jedem Duell, wo du gewinnst, springen alle auf, gibt das schon Kraft. Mhm. Hast du einen Gegenspieler, wo du sagst, boah, gegen den ist stark gewesen oder so eine? Der, der in den Kopf bleibt, so ein Minge, der ist wirklich. Genau. Ja, jetzt in dieser Saison. Oder einfach so. Allgemein. Wir haben mal mit Vaduz gegen Frankfurt gespielt. Conference. Okay. Conference Quali, da warst du. Conference Quali, ja, genau. Okay. Und dort hat es schon etwa 3-4 gehabt, wo ich denke, boah, ja, das sind. Der Rebic ist so einer. Ah, ja. Dann, das ist ja. Bei Milan ist ja. Ja, jetzt ist ja, glaube ich, in der Türkei irgendwo. Ja. Und der Kostic. Ja, voll. Ja, jetzt bei Juve auch. Ja, auch bei Juve jetzt. Und. Ja, Hasebe, Hinterrecker. Mhm. Ja, war der Hinterrecker? Ja, der ist. Ja, war. Ja. Boah, der wäre auch ein geiler Mann im Podcast, ja, der Hinterrecker, ja. Der wäre funny. Ja. Funny. Der ist. Gut, so viel hast du mit dem ja nur schon positionstechnisch. Nein, so viel zu tun. Aber der ist schon in den paar Minuten nur, wo du geredet hast nach dem Match oder so. Mhm. Genau so wie ein. Wie man sich vorstellt. Ja, genau. Voll. So, yeah. Ganz große Legende, finde ich. Das Lachen interpretiere ich wirklich als Bestätigung, dass der wirklich eine Legende ist, so wie du das sagst. Wirklich, ja. Der ist wirklich. Der ist jetzt, glaube ich, Stürmer irgendwo in einer Amateurliga in Österreich. Ja, ich weiß nicht, ja, in einer Amateurliga, ich glaube. Oder Amateurliga, ich weiß. Ja, ich glaube, echt Amateurliga, ich glaube, Karriere beendet. Ich war jahrelang Innenverteidiger bei Frankfurt und jetzt einfach Amateurliga Stürmer. Ja. Ich hatte Lust zum Stürmer sein. Ich habe Schemses Buch schon mal gelesen. Nein. Das ist schon interessant, ich habe das Buch mal gelesen. Ist empfehlenswert im Fall. Ja, ist wirklich. Gut, von dem wäre einer, von dem würde ich wirklich ein Buch lesen. Ja, ich habe das mal gegeben. Das wäre nice. Geil, wie er erzählt alles, so wie es halt ist. Vieles wird von außen so. Ja, so angeschaut, dass. Er erzählt alles, was er gemacht hat, er ist auch in Ausgang. Er erzählt alles. Das ist interessant gewesen, wirklich. So offen und ehrlich. Ja, weißt du? Voll offen und ehrlich. Authentisch, liebe die Leute. Ja, sehe ich. Der ist wirklich sehr interessant gewesen als Buch. Weißt, wenn du so viel mit Fußball zu tun hast, den ganzen Tag immer wieder trainieren, so viel mal in der Woche Training, Match, konsumierst du selber noch Fußball? Also schaust du selber in der Vereinsicht, dass. Ja. Spielst du FIFA? Nicht mehr. Aber ich hatte gerade eine Herausforderung, ich bin brutal. Ich meine, du hast fix keine Ahnung von FIFA. ich kann dir gar nicht vorstellen. Ich schwöre, so ein Fußballfanatiker wie der ist, der liebt, oder Sport, der schaut Basket um 3-4 Uhr morgens.
Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie du shootest, bro. Kannst du shooten? Bro, Amigo, ich würde da drei Tunnel schieben, bevor du zweimal Zwicker ist, Amigo. Ah, ja, wir haben doch gespielt am Poltern, weißt du? Besoffen, ja. Ja, genau. Aber auch Star, weil die, wo vorhin gesagt hast, der Kostic und der Rebic, die sind ja auch mega schnelle, flinke Spieler. Ja, genau. Hast du auch in der aktuellen in der Super League irgendwelche Leute, die Saison irgendwie gesagt haben, die mir wirklich Mühe bereiten? Ja, ja, der Elia von IB ist sicher. Der hat auch eine riesige Kiste gemacht gegen sie. Ja, genau. Ja, der ist sicher ein spezieller Spieler, ein starker Spieler. Es hat viele, die wirklich gut sind. Aber der ist so der, wo mir. Weißt du lieber so schnelle, flinke Flügelspieler als Gegenspieler oder so grosse Türen? Nein, lieber grosse. So. Ja, grosse. Ja, ich weißt, wenn die so einen Schwerpunkt tief, weißt du, sind viel wendiger und so. Und ja, ja. Für mich, wo ein bisschen grösser ist, ist. Was bist du? 1,5, 86? Ja, 1,86, 87. So. Dort ja, okay. Genau. Was ist, je nachdem, wer fragt. Ja, ja. Was ist der speziellste Moment, den du in deiner Karriere erlebt hast? Sicher der Aufstieg mit Vaduz. Weil der nicht so erwartet war. Der von ist, Drittliga in die Challenge League? Nein, von der Challenge League in die Super League. Super League, ja. Ja, ah, okay. Mit Vaduz. Ja, der ist sicher so. Und da vor 2 Jahren mit Luzern, dass man die Liga halt geschafft hat. Also gerade eigentlich die erste Saison. Ja, genau. Gerade die erste Saison so prägend gewesen. Ja, genau. Wie führt man so einen Aufstieg als Profi? Ich weiß nicht, wie es die anderen gefeiert haben. Ich glaube, wie alle anderen, ja. Party gemacht. Ja. Bis 10 auseinandergenommen. Dann sind wir in der Ferie. Auch mit also den Jungs. Haben wir nicht zusammen gefeiert? Doch. Aha, okay. Die ein oder zwei Nächte haben wir zusammen gefeiert. Okay. Und dann war Ferien. Ihr habt 2 Nächte durchgemacht, oder was? Die erste Nacht haben wir durchgemacht. Noch haben wir so Termine gehabt bei der Stadt. Haben wir vorbeigehen. Ich werde am Termin können schlafen und nachher am Abend wieder gehen. Vor dem Termin geschlafen, nachher den Termin und nachher wieder ein bisschen geschlafen und dann wieder in den Ausgang. Sorry. Für die noch Kraft haben. Und dann war Ferien gewesen, dann sind die meisten weggeflogen. Und wir sind mit den Jungs auch weg sie, haben es noch 2 Wochen gefeiert. Ich weiß nicht, ob die anderen auch noch 2 Wochen gefeiert haben. Aber ich würde mir weiß wie Quanten geben. Boah! Über definitiv den einen oder anderen Blaubeersaft trinken. Das, definitiv nicht. Nein, das ist schon. Siehst du nicht einen coolen Jude da? Ja, weil die Fakes trinken. Nein, ist einfach geil, wenn du etwas erreicht hast. Dann, ja, sicher. Ja, und dann haben wir es voll gefeiert. Es war gerade Ferien nach der Saison. Ja, voll. Eben, und dann ja immer gern. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich immer der Vollmusterprofi bin. Wenn ich frei war und sicher gehe zum Rausgehen, bin ich rausgegangen, habe auch Alkohol getrunken, habe gefeiert, habe wenig geschlafen. wie bei den anderen halt. Ja, verständlich. Jetzt ist halt einfach ein bisschen so, dass du auch jetzt mittlerweile im Alter bist, jetzt ein bisschen andere Prioritäten. Und yeah. Nicht mehr so wie Rapid-Zeiten vielleicht dort ist. Ja. Yeah. Ein bisschen wilder. Was ist. Ich stelle dir jetzt 3 Fragen betreffend so FCL-Spieler. Wer ist der lustigste FCL-Spieler, den ihr jetzt in der Mannschaft habt? Der Ismail Becker. Wer ist der lustigste? Wer ist der schnellste? Wow. Der schnellste Spieler? Der schnellste? Ich hätte gesagt, der Teddy Oku. Okay. Wer ist der längsamste? Hörst du zu der schneller oder nicht? Nein. Längsamste wahrscheinlich noch Goalie und dann schnell. Ich wahrscheinlich. Schnell müde auf jeden Fall. Ja. Und wie hast du. Weißt du, bist jetzt nicht so die. Du bist eigentlich eine ruhigere Person vom Sie her, wie so mit Interaktionen mit Fans. Weißt, wenn ich einen trifft, ist so die ersten 2-3 Mal, wenn ich jemanden nach einem Foto frage, ist cringe, ist das ein bisschen strange? Nein. Oder von Anfang an gerade. Ja, nein, ist ja schön, wenn jemand ein Foto wird und so. Ich bin auch so in den sozialen Medien nicht so. Ja, bedeutet mir nicht so viel. Nein, sonst ist eigentlich immer positiv. Wenn es irgendwie negativ ist und ich bin auch nicht gut drauf, dann weiß ich nicht. Dann
Würde mir nicht gefallen, glaube ich. Hast du noch nie so Szene gehabt, wo einer dir sagt, ey, gerade so, wo noch gegen den Abstieg am Kämpfen sind, dass eine Luzern-Fan dir riesige Negativ-Kommentare oder so gegeben hat? Ja, mehr pusht? Kommentar weiß ich nicht, weil... Ja, ich meine, wahrscheinlich noch live gesehen hat. Aha, Kommentar, soziale Medien, oder da lese ich nicht, da interessiert mich ja null, wirklich. Das ja, kann ich auch verstehen. Aber da gibt es sicher auch, eben auch so Kommentare und so auf sozialen Medien, da gibt es sicher auch. Da lese ich gar nicht? Nein, da lese ich gar nicht. Gar nicht. Also weil, die 327 Mal, wo ich dir geschrieben habe, kommentiert habe. Ich lese, jetzt weiß ich es. Wenn es irgendwo kommentiert, ich weiß nicht mal, wer da ist, meistens sind es auch noch so komische Accounts, keine Ahnung. Oder ich weiß nicht. Das ist so Fake-Account. Was ist auf dein Umfeld, was dir sagen? Ja, ja. Und das, der Rest, weißt du, es hat jeder seine Meinung. Und das ist auch richtig so. Ein paar kritisieren dich, ein paar finden dich gut. Das ist gut. Aber sonst, ich muss auch sagen, in der Saison, wo wir im Abstiegskampf sind, mit dem FCL, haben wir wirklich, da ist echt, weißt du, wenn du 9 Punkte hast in der ganzen Vorrunde, aber die Fans sind immer hinter uns gestanden, wirklich. Schon. Ja, voll, mega. Schon starke Fans. Ja, mega. Ich macht da immer mega Spaß, zum euch zuschauen. Ja, nein, ich wirklich, es war eine schwierige Saison für die Fans, glaube ich, Saison. Ja. Wenn du im Abstiegskampf bist und manchmal haben sie auch zu Recht, vielleicht sind sie auch hässig oder... Mhm. Wenn du jetzt aber vergleichst, weißt du, mit der Saison jetzt in der oberen Hälfte der Tabelle, läuft eigentlich gut mit dem neuen System. Bist du eigentlich zufrieden mit dem neuen System? Ja, ehrlich gesagt, geht es ja gleich. Jetzt am Anfang ist es so irgendwie, kann ich gar kein Thema im Fall, ehrlich gesagt. Schon. Jetzt sind wir einfach, es geht ja gleich um die 3 Punkte und um das Spiel. Das Spiel ist ja nicht anders. Ja, genau. Das Spiel ist nicht anders und am Schluss von der Saison werden wir dann sehen, dass wahrscheinlich ein bisschen anders ist, wenn wir in die obere Tabellenhälfte sind oder in der unteren. Mhm. Dann wird es ein bisschen anders sein und dann werden wir mal schauen, wie es sein wird. Aber jetzt so, nein, gar nicht. Und jetzt ist so, die Fans sind schon genau gleich, wie sie motiviert uns und alles. Jetzt sind wir gegen Köp halt, gegen Drittligist oder Erstliga Promotion, sind wir rausgekommen. Ja, und das dort mal Kritik kommt und dass die auch mal hässig sind, ist ja verständlich. Ich glaube, wäre ich auf der Seite von ihnen, würde ich genau gleich reagieren. Ich habe mich das schon ein paar Mal gefragt, das Thema Doppelbelastung. Also weißt du, wenn du sagst, mit Göp ist dabei, mit Quali, Conference League Quali oder was, irgendwie jetzt Conference League Quali kam. Ja, genau. Gegen die Iberians. Die Schotten. Ja, genau. Für den Fall. Merkst du, ist das ein riesen Unterschied, wenn du jetzt zweimal in der Woche ein Match hast oder einmal? So als ja, das merkst du schon. Vor allem die Reise. Mhm. Weißt du, musst immer fliegen, am Dienstag oder Mittwoch bist du geflogen. Mhm. Meistens Mittwoch bist du geflogen, dann hast du ein Match gehabt, dann bist du am nächsten Tag am Morgen wieder zurückgeflogen. Dann hast du ein Training gehabt und dann ist schon das nächste Spiel gekommen, am Sonntag. Dann ist meistens auch der Körper, wo es ein bisschen viel ist, aber auch psychisch. Weißt du, dass du jedes Mal wieder musst auf so nah wie möglich bei 100% sein. Mhm. Ja, das voll, das wieder voll ja, finden, genau. Wieder voll im Tunnel ist. Ja, genau. Und da ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wir haben es wirklich gut gemacht, für das man so. Mega, mega. Ja, das ist echt nicht schlecht. Leider sind wir rausgekommen gegen die Schotten. Unnötig. Aber ja, so ist es manchmal. Wir haben auch gesehen, dass auf dem Niveau halt nicht so viele Fehler darfst machen. Wie motivierst du dich? Wie motiviert sich der Dennis? Vor dem Match, hörst du Podcast, hörst du Lose die jetzt neu? Jetzt fix. Nur das. Ja, wie motivierst du Kabine dich? DJ, einfach Lose die am Laufen. Ja. Vor dem Match. Den werde ich machen. Zehn Fall, ey, ciao zusammen. Heute miteinander, ganz FC Luzern. Ja. Viel Spaß, ich bin dich. Alle, blau-weiß. Legende. Ja, ich kann im Fall, ehrlich gesagt. Ich höre viel albanische Musik. Mhm. Und da motiviert mich. Und sonst bin ich einfach heiß auf dem Match. Wie motivierst du dich? Du bist jetzt 1-0 in Rückstand. Weißt du? Ah ja, also während des Spiels. Ja, manchmal ist schon schwierig, muss ich ehrlich sagen. Wenn du manchmal zum Beispiel bist gut dran, hast viele Chancen, dann kommst du ein Schuss über ein Goal. Mhm. Aber da probiere ich so gut wie möglich, wie es geht, halt einfach aufs Feld konzentrieren, aufs Fußball konzentrieren. Nicht, weil am Schluss können sie, dass man vielleicht verliert oder gewinnt, dass ich einfach meinen Job mache und dann. Haben Sie einen Mental Coach? Also in der ja, der wie steht zur Verfügung, wer will, freiwillig. Ja. Ah, okay. Ja, der ist freiwillig.
Ja. Also ist da, also, sorry, ist da so ein Psychologe oder einfach so ein Mentalcoach? Redest du da über private Sachen? Ja, ja. Du kannst mit ihm über alles reden. Ja, okay. Ja, wenn du vielleicht eine schwierige Phase hast, kannst du zu ihm gehen. Oder wenn du auch eine gute Phase hast, kannst du auch zu ihm gehen. Du kannst, glaube ich, jederzeit zu ihm gehen. Mhm. Und, hast du das einfach noch nicht so viel beansprucht? Nein. Nein, aber auch schon Gespräche gehabt, aber nicht, nein, nicht so viel beansprucht. Nein, da zähle ich auf mein Umfeld. So. Ja. Es ist ein bisschen einfacher, zum ja. so private Sachen mit den Jungs reden. Vor allem, weißt, jetzt gerade in dieser speziellen Situation, ich bin ja kein Fußballprofi, aber du hast viel schwierige Phasen durchmachen, weißt du, wie in deiner Karriere du gehst. Ja, okay. Wieder Profi sein, Halbprofi, wieder Retour, wieder arbeiten. Da musst du auch irgendwo durchverdauen. Hast auch mit dem Umfeld, das du erlebt, mit ihnen gemacht, mit ihnen durchgehebt. Von dem her. Ja, genau. Ja, die wissen alles von mir. Hart im Nehmen. Ja, genau. Ja. Und weißt du, so hart war es nicht gewesen, weißt du, muss ich ehrlich sagen. Es war schon eine Zeit lang manchmal ein bisschen streng mit Arbeiten und Fußball. Aber ich habe das gern gemacht. Ich habe auch kein Problem nach der Karriere wieder anfangen zu arbeiten, ganz normal. Ich habe wirklich das Ego nicht voll im Weg gestanden dort? Nein, gar nicht. Aber mega reif eigentlich. Ja, voll. Ich meine, wie alt bist du, wo du wieder angefangen hast zu arbeiten? 21, 22. Das stell mir schon heavy vor. Weißt du, dass das ohne Problem wieder machst, ist nicht so selbstverständlich, könnte ich mir vorstellen. Eben, wie ich ja vorhin gesagt habe, ich einfach will entweder. Ich glaube, es ist im Fußball richtig. Aber ja, nicht will alles auf eine Karte setzen und am Schluss bin ich mit 25 und muss ich vielleicht noch eine Lehre machen. Ja, es sind viele Jahre vergangen und hast vielleicht nicht geschafft. Und dann fast bei null anfangen mit. Ja, sicher. Mit 25 ist schwierig dann. Und jetzt im Nachhinein, bist du zufrieden mit allen Schritten, die du gemacht hast? Also mit allen Entscheidungen in Bezug auf zu dem Verein gehen, wechseln, hättest du irgendwo länger bleiben oder? Bis jetzt bin ich echt zufrieden so. Okay. Und ich bin zufrieden so, wie es gekommen ist. Logisch hätte es können sein, dass vielleicht eben, würde ich dranbleiben, würde ich vielleicht dort mal nach Basel in die Challenge League gegangen. Wäre es vielleicht anders rausgekommen, vielleicht auch nicht. Ich habe viele geile Leute kennengelernt, viel gesehen und auch gesehen, wie es ist in der Erstliga Promotion spielen oder der Erstliga Classic, wo viele nach dem Arbeiten noch gehen shooten, wo es gerne machen. Auch wirklich geile Erfahrung war. Und jetzt gesehen ich auch, wie es in der Super League ist. Ist wirklich, so im Großen und Ganzen bin ich schon zufrieden. Ja, wirklich schon, ich kenne dich ja auch, weißt du. Darum habe ich auch gewusst, gemacht, wird 100% ein spannendes Gespräch. Weißt, auch mit dem Werdegang und so, das ist auch interessant. Das ist schon etwas, wo motivierend kann sein. Weißt, wenn man den Werdegang anschaut, ist nicht gerade so. Nein, ist nicht so. Jugend, FC Bayern und noch direkt Profi. Nein. Ich weiß jetzt auch nicht, wer. Ich habe viel Scheiß gemacht so in der Zeit. Ich kann mich erinnern, einmal in Rapperswil haben wir um den Aufstieg gespielt. Und die Kollegen haben gesagt, gehen wir in die Ferien auf Amerika, ist geplant. Und ich habe auf den Spielplan angeschaut und habe gesehen, das ist der letzte Match und nachher haben wir noch Aufstieg gespielt. Aber ich habe gemeint, wir haben nur zwei Aufstieg gespielt, das heisst Mittwoch, Samstag und am Sonntag fliege ich in die Ferien. Aber ich habe nicht gewusst, dass es vier Aufstieg gespielt sind. Ich noch mal eine Woche und dann war der Match am Samstag, der Aufstiegsspiel. Am Mittwoch haben wir, weiß gar nicht mehr, was wir gemacht haben. Am Samstag haben wir gewonnen, dann haben wir nochmal zwei Spiele gehabt. Aber ich hatte Ferien gebucht und zahlt. Schon im Winter. Da bist du einfach. Und dann bin ich heim und im Gau beim Zurückfahren habe ich gedacht, wie soll ich es am Trainer sagen? Ich bin ab morgen nicht mehr da. Und dann habe ich. In dem Gespräch wäre ich gerne dabei gewesen. Habe ich es ihm gesagt im Gau? Und ich sage, nein, du musst mit dem Präsidenten reden, das ist nicht möglich. Also, was hast du gesagt? Ich bin ab morgen in der Ferien, habe mir erklärt, wie. Du hast original sogar wenigstens ehrlich gesagt. Ja, ich habe gesagt, ich habe nicht viel können sagen. Ich habe gesagt so. Und dann so, nein, sobald man Rappers will, musst du mit dem Präsidenten reden. Wie war damals deine Rolle? Stamm? Du hast Stamm. Nur Stammspieler. Stamm. Und dann habe ich gedacht, ich denke, nein, die Ferien, ich freue mich seit 6 Monaten auf die. Yeah. Da ist zumindest so eine riesen Tour buch. Das war dann der West Side, West Coast. Ja, genau. Und dann habe ich gedacht, nein,
Da muss vieles passieren, dass ich jetzt nicht gegangen. Und dann habe ich am Abend habe ich gemerkt, der Präsident hat mir voll viel an. Und irgendwann habe ich gesagt, ja, die Jungs, hey Jungs, wir sehen uns morgen. Ich weiß nicht mehr, welche Zeit das war, am Bahnhof, im Zug. Weil jetzt muss ich Flugmodus rein tun, weil sonst hört er die ganze Nacht nicht auf. Und dann Flugmodus rein tun und am Sonntagmorgen sind wir gelogen. Oh, ja. Was knallhart gegangen. Ja, no, und überleg, ich habe ein Problem, wenn ich mit meinen Kollegen mit einem Wochenendtrip machen würde. Ich habe 7 Monate, bis wir das anbringen. Bro, er tut sogar auf Stink gespielt. Eben, so Sachen, ich habe noch auch eben ein bisschen andere Prioritäten gehabt, vielleicht. Weißt? Ja, ja. Aber dafür, zum Glück, sind wir dann trotzdem aufgestiegen. Aber in der Ferien am Pool bin ich und dann habe ich einen Zeitungsartikel von meinem Bruder bekommen. Und er hat gesagt, hey, du bist ab jetzt arbeitslos, du hast keinen Verein jetzt. Was? Und die haben einen Vertrag aufgelöst. Ja. Und das alles zu mit Ferien gehen. Es ist gelohnt. Ja, ja, es ist ja. Jetzt im Nachhinein schon. Hast du den Flugmodus raus tun? Ja. Merkst du, ich muss nicht mehr kommen. Ich war schon in Amerika. Schon, lass den Flugmodus drin. Schon, der hat eine Zeitverschiebung dort. Ja. Legte mir Legende. Eben, bis so, ja, schon viel zu Sachen gehabt. Ja. Vielleicht auch eben ein bisschen jugendliche ja, Dummheit auch ein bisschen. Stell dir vor, Dennis. Es steht jetzt vor dir einer, der 18 ist. Und er hat seine Profikarriere vor sich und startet durch, kommt in die erste Mannschaft. Was würdest du ihm mitgeben für seine Zeit? Ja, also, was ich mir vorwerfe, ist, dass ich nicht schon viel, viel früher noch so eine professionelle Einstellung hatte wie jetzt. Mhm. Jetzt schaust du auf deinen Körper. Schaust. Also, da muss man schon noch untermalen. Jetzt bist du voll Musterprofi. Ja, ja. Weißt du, das nein, also ja, für mich. So wie ich das Maximum kann, Profi sein. Wie es für mich auch immer noch richtig ist. Ich übertreibe es nicht. Wenn ich in die Ferien gehe, trinke ich immer noch Alkohol, wenn ich Lust habe. Wenn ich, jetzt nicht so, dass ich jeden Tag trinke, aber wenn ich Lust habe, dann, oder wenn es eine gute Runde ist und wir sind mit der Familie oder mit den Jungs oder so, dann da, ich glaube, da braucht es manchmal auch. Aber da ist halt jeder ein bisschen unterschiedlich. Aber so einem 18-Jährigen würde ich mitgeben, dass er von Anfang an voll Profi ist. Weil, es gibt, glaube ich, nichts Geiles als Profifußballer sein, wenn das dein Hobby ist und zum Job kannst machen, ist da. Ich finde einfach, dass derjenige, wenn es vielleicht nicht gelangt hat, so wie du dir geplant hast oder vorgestellt hast, dass dann wenigstens kannst du sagen, ja, alles 100% geht. Ja. Ist alles geht, du hast probiert, du hast gemacht. Am Schluss spielt halt schon, brauchst auch Glück. Ja, ja. Weißt du, im richtigen Moment, vielleicht eben verletzungsfrei sein. Gut, du hast nie hast du mal riesige Verletzungsprobleme? Nein, nie, zum Glück. Gott sei Dank. Nein, zum Glück nicht, bis jetzt nicht, nein. Mhm. Immer ein bisschen kleinere, aber nicht, auch nicht da, auch nicht so viel. Nein, bis jetzt. Bis jetzt haben immer alles gut gesehen. Ja, genau. Eben, ich sage, da brauchst es hat auch viel Talent gegeben, die wirklich voll stark sind. Hast du irgendein Talent mal, wo mit dir zusammen ist? Oder weißt du für dich selber der Mitspieler, der gesagt hast, der ist wirklich stark? Ja, es hat schon ein paar gehabt, ja, wo ich denke, boah, der wird es weit schaffen. Und aus irgendwelchen Gründen nicht klappen. Vielleicht auch ein bisschen Pech, wirklich. Das ist, ist es auch so, dass sich die jungen Spieler auch manchmal überschätzen? Ich habe zum Beispiel so eine Geschichte. Mein Onkel war Spielerscout in Hannover, mittlerweile nicht mehr. Und dann hat er gesucht. Und dann in FC Luzern, da, in meinem Jahrgang, hatte ich Kollegen gehabt. Und da sind wir zusammengehockt. Ihn vorgestellt und da ist er auch mit so einem Präsident von Regensburg gekommen. Mhm. Und die sind noch 2. Bundesliga gewesen. Dort. Dann haben sie ihm vorgestellt, also, komm, 2. Bundesliga, fahrst du da, nachher steigst du. Der ist 17 gewesen. Der hat ihm gesagt, komm, der andere hat mit Uli Hoeneß und so gespielt. Gell? Mhm. Wir sind so gewesen, ich bin einfach nur dort um mich wegen Kontakt. Da sagt er mir so, ihr wollt mich 2. Bundesliga, mich wird Bayern, Juve. Und er will mich zu der Bundesliga schicken, Regensburg. Oh. Und dann sagt ihm der andere genauso, also, schau, Junge, ich sag dir, du wirst nie wieder arbeiten. Sagt ihm der, ich weiß den Namen nicht mehr von ihm, der mit Uli Hoeneß gespielt hat. Glaub mir, nach 4 Jahren, ich bin 20 gewesen, ich habe in einem Logistikunternehmen gearbeitet. Ich laufe, es ist genauso um die Ecke und er kommt mir so entgegen. Ich schaue mich so an, von weitem, was machst du da? Er hat nur den Kopf runtergetan. Er schafft jetzt. Also er ist jetzt, ich wünsche ihm ganz viel Glück im Leben und so, aber er hat es nicht geschafft. Also er hat es in dem Bereich nicht geschafft. Er hat es im Profi, ja, genau, dort geht es ihm gut, aber er hat es wie so, weißt du, ich meine, wo er mich sieht, weil ich bei dem Gespräch war, ist ihm so wie, er ist im Gesicht angesehen, dass er
sich vielleicht überschätzt, ich weiß auch nicht was, weißt du, vielleicht, ich weiß die Geschichte auch nicht. Überambitioniert, das ist vielleicht das bessere Wort, überschätzt. Ihm ist Sachen versprochen worden, die nicht eingehalten worden sind, aber eben, vielleicht, stell dir vor, er hat die Chance genützt, weißt du. Ja. Manchmal im Leben musst du die Chance, weißt du. Ja, ja, ja. Du hast nicht die gleiche Chance im Leben. Und du hast nicht viel, ja. Genau, und dann musst du wissen, wenn nützen, das ist schon die Herausforderung. Und ich glaube, hätte der zum Beispiel jetzt, wäre er zweite Bundesliga, ist schon sehr gut. Regensburg ist nachher aufgestiegen. Ja, das weiß ich jetzt nicht mehr. Ja. In dieser Zeit, mittlerweile sind sie wieder abgestiegen. Ich glaube. Aber, weißt du, ich meine? Ich glaube halt einfach, egal was du machst, ob du am Arbeiten bist, Logistikunternehmen, Finanzbereich, ob du Moderator bist, ob du was auch immer bist, Verkäufer, wenn du das, was du machst, gut machst oder das, was du irgendwie das anbringst, also etwas, was du gerne machst, in den Alltag kannst du hineinbringen. Irgendwie. Ja. Und du Gas gibst, dann kann vieles funktionieren. Ich glaube auch, wie du gesagt hast, wegen überschätzt. Ich glaube auch viel, dass es eine Rolle spielt mit dem Umfeld. Weil du vielleicht der Vater oder Eltern, oder meistens ist es eben der Vater, der auch vielleicht noch drin redet und sagt, nein, wo sich vielleicht ganz etwas anderes, wo vielleicht keine Ahnung hat, wie es läuft im Fußball. Mein Vater hat vielleicht keine Ahnung, wie es läuft im Fußball. Aber er hat sich auch darum nie drin gemischt. Das ist dann auch schön. Weißt du, das ist voll okay, wenn du sagst, okay, gerne, ich komme gerne schauen. Aber wie du sagst, das habe ich nachher auch erlebt mit einem anderen Spieler. Der ist gesagt, der sagt ihm der andere Fahrt, was springt für mich raus? Der schaut dich so an, ihr Sohn wird Profi, weißt du? Also der wird nachher vielleicht genug verdienen, dass er nachher mit ihnen schaut, was wird bei ihnen rausspringen? Dann sagt er so, ich habe ihn. Trainiert und gemacht. So hat es getönt, weißt du? Ich habe nur zugelassen und die nur den Kopf geschüttelt. Es ist krass, aber die Chance muss man manchmal gerade nützen. Voll. Wenn man es, weißt du, vielleicht hat er auch in dieser Zeit gedacht, ich will doch Bayern oder ich weiß nicht, was für Angebote er kann. Ja, genau. Und eben. Aber das ist aber genau die so über. Umfeld, wenn man so überambitioniert ist. Wenn man vor Anfang träumt, okay, ja, du willst schon Champions League-Final spielen und so. Ja, normal, das wird jeder. Wir alle auch wollen. Bei dir ist es ein bisschen näher als bei uns. Ich habe gesagt, Real oder nicht. Und noch ist es nicht geworden. Nein, es ist auch schwierig. Am Schluss, wenn es. Sicher schwierig. Ja, weißt du, wenn es. Weiß Gott, war der, wirklich, was der vielleicht für Angebot hat oder. Man weiß wirklich nie. Und dann denkst du vielleicht so, ja, Regensburg vielleicht. Ja, voll. Aber im Nachhinein wäre es vielleicht gescheiter gewesen, ja. Genau. Weiß man natürlich nie. Oder? Im Nachhinein weiß man alles besser. Ja, im Nachhinein weiß man alles besser, ja. Oder wenn etwas schief läuft, dann wissen die anderen viel besser. Ja, ich hätte es so und so gemacht, aber du weißt nicht, wie es ist, als in der Position. Ja, absolut. Ja. Das erlebst du immer wieder. Ja. Du hast wirklich zweimal auseinandergenommen. Wieso? Wegen der geilen Karte. Wegen Vaduz, Bro. Die Story, die haben geil, das ist geil. Über die muss ich noch 2-3 Mal schlafen, bis sie das verdaut haben, Bro. Ja, das war Rappi. Ah, Rappi. Sorry, Rappi. Nein, das war Rappi. Hast du noch so eine Geschichte, wo du denkst... Zum Abschließen, wo du denkst, die ist brutal, die ist lustig. Ja. Ja, schon viel. So, wir sind auch mit Rappi im Trainingslager gewesen. Aber immer nur vom ehemaligen Verein. Ja, jetzt ist es langweilig. Jetzt ist es. Aber früher noch, ich war bei Rappi ein bisschen jünger und kein Kind, ich hatte nicht so große Verantwortung gehabt, irgendwie so. Und dann sind wir im Trainingslager gewesen. Ich war, glaube ich, immer in der Gruppe gewesen, wo alle in den Ausgang wollen. Und dann sind wir rausgegangen mit Bahnen, die wir nicht dürfen. Es war nicht ein Mannschaftshobby gewesen. Okay. Dann sind wir raus und dann war in Spanien, ich weiß nicht mehr genau, wo da war. Und es hat auch viele Engländer gehabt, der Mod. Mega viele. Wir waren in so einer Straße, wo überall Clubs gehabt und es war recht abgefuckt. Und dann Party gemacht, noch eine Auseinandersetzung gehabt. Dann da ist ein bisschen ausgekartet. Wir haben gegen so Engländer, die viel Alkohol gehabt und viel getrunken. Wir haben Schläger gehabt und dann sind wir ins Hotel. Ich dachte, das war für mich abgeschlossen. Ich dachte, jetzt ist fertig. Jetzt gehe ich heim ins Hotelzimmer. Gehe zuerst mal duschen, alles. Wegwäsche, alles. Mal wieder beruhigen ein bisschen. Und auf einmal läutet mir die von der Rezeption an, du musst runterkommen. Ich denke, und ich
ich habe leider nicht so, oder dort habe ich nicht so gut Englisch können. Und ich so, wie du, ich bin im gleichen Leben. Ja, aber jetzt kann ich nicht viel besser, aber ich kann nicht verstehen. Und dann bin ich abgegangen und sehe die Polizei dort. Ich so denke, hey, wenn du mich fährst, dann hat wieder mal der Präsident und du bist im Flugmodus. Dass ich, na, dann muss dort das Zeug können regeln, dass ich nicht haben so mitgehen. Und ich und nochmal so ein anderer. Und ja, da ist so ein bisschen da, da ist vieles. Zünst nur wie ein Smarties, man. Zünst nur kleiner als ein Smarties. Du hast welche Eltern erklären. Ja, ja. Gefängnis. Ja, ja, nein, nein. Zahlen wir Kautions. Dort fällt mir jetzt auch noch ein. Dort haben die Polizei noch, ist die Polizei kommt. Ist ein bisschen kontrolliert und alles. Wo ist das? In Spanien. Spanien. Ich weiß den Ort nicht mehr. Marbella dort immer noch, oder? Nein, nein, nicht Marbella. Nein, nicht Marbella. Nein, nein, nicht Insel. Benidorm. Ah, gab ich Valencia? Ja, genau. Benidorm, ja. Benidorm, ja, genau. Mhm. Und dort hat es viele Engländer gehabt. Und dann haben wir die Auseinandersetzung gehabt. Dann ist die Polizei gekommen und hat uns Idee wollen und schauen, wer wir sind und bla bla. Und dann habe ich 200 Euro im Sack gehabt und Handy und Kopfhörer. Und am Schluss, wo die Polizei kontrolliert hat, die sind weggegangen zum Auto. Am Schluss haben sie mir 100 Euro gebracht. Handy nicht mehr und Kopfhörer nicht mehr. Ich sehe. Wirklich, das ist im Fall kein Witz. Die haben das Handy, Handy geklaut. Und, was? Ja. Und dann Mitspieler gehabt, wo ich bis dahin nicht gewusst habe, dass er Spanisch kann. Ja. Meine Freundin ist Spanierin. Ja. Und dann bin ich nochmal zum Polizeiauto gegangen. Ich dachte, hey, mein Handy, okay, die 100 Euro kannst du. Ja, okay. Ja, du kennst den Film. Ja, genau. Du kennst den Film. Ja, und dann habe ich auch ein bisschen gedacht, hey, nicht, dass. Ja, ja. Weil die sind gar nicht so steck gekommen, weißt du? Ja, ja. Ja, so spanische Cops sind spanische Cops in Next Level. Ja, ja. Und dort ist, glaube ich, selber bekannt für so viele Engländer und jedes Mal ist dort. Und dann bin ich zum Auto und ich habe nicht Englisch können. Und zwar fängt an, der Kollege von mir auf Spanisch reden. Ich sage, hey, sag doch früher noch, ich will. Ich bin seit halb Stunde am Diskutieren mit denen, ich weiß nicht, wie ich ihnen soll sagen, das ist mein Handy. Und dann haben sie einfach aus dem Auto Fenster ein bisschen und das Handy gegeben. Aber Kopfhörer und die 100 Euro nicht mehr. Nein! Ja, wirklich. So quasi zugegeben sind gelogen, aber der Rest ist passend. Ja, jetzt wieder weg. Da, ist gut. Ja. Das Handy kannst du haben. Weißt du, was sie gesagt haben? Sind die Code nicht rausgefunden? Schon gut, nicht mehr Handy mehr. Ja, wahrscheinlich. Ja. Kompliziert noch. Ja, genau. Besser geht. Aber Kopfhörer können sie brauchen. Weil ja. Das ist ein Film. Das ist fix ein Film, ja. Und dort habe ich gedacht, nein, ist schon gut. Nehmt alles, gib mir auf noch Handy. Ja, ja. Ich bin weg. Von die Szene nicht mehr. Nicht mehr mit dem du zufrieden, gehst heim, kommen sie dir klopfen, ich will dein Handy gleich wieder. Gib mir gleich dein Handy, amigo. Gib zurück. Legend, legend. Legende. Ey, ja, das ich würde meinen, das war ein fantastisches Gespräch. Merci vielmals. Danke dafür. Ich muss allerdings nur mal ganz kurz intervenieren. Ich habe eine Frage bei uns im Gruppenchat vorgestellt. Und ich habe eine Frage gefunden, die brutal ist. Du spielst jetzt einen Magier, einen, der in die Zukunft schauen kann. Wer gewinnt den nächsten Pitschki? Das ist jetzt Krieg bei uns intern bei uns. Ich sage dir ehrlich, ich habe in den letzten Monaten einen Fortschritt gemacht. Ja. Ich glaube, wenn ich Zeit habe, dann. Weißt du mal, ich bleibe dich raus mit 7-2. Jetzt. Nein, jetzt habe ich wirklich Fortschritt gemacht. Ich glaube, wenn ich dabei bin, ich glaube, es wird schwierig für die anderen. Wenn du nicht bist. Wenn du nicht bist. Wenn ich nicht bin, dann. Ja, jetzt hast du es gesagt. Ich glaube schon, der Randy. Du! Die anderen sind. Schwach für den Rennen. Das muss er jetzt einfach so sagen, weil. Egal, das darfst du nicht beenden, Bro. Das darfst du nicht beenden, Bro. Wir können hier schneiden. Wir schneiden hier, Bro. Wir schneiden hier. Dennis Rob, danke dir vielmals für deine Zeit. Es war sehr, sehr ein lustiges Gespräch. Es hat Spass gemacht, mich mit dir unterhalten. Gleichfalls, merci. Tickets, die du gewonnen hast, geben wir dir nachher. Wir freuen uns, wenn wir mal den Verbücher mit dich sehen beim Match. Voll, nächstes Mal rufe ich dich. Alter. Ja, voll, komm mal mit. Cool. Können wir Bescheid geben, dann organisiere ich. Ey, geil. Ja, dann wir organisieren dir ja Auswärtsticket. Ja, voll. Ja, also. Ich gebe es euch aber ernsthaft. Thank you so much, Leute, hey, dass ihr das wär's gewesen. Danke dir für eingeschaltet habt. Und auf Wiedersehen. Jetzt gibt es den Abschluss. Ciao, zusammen. Abschluss. Dennis hier. FCL. Simon.
gentlemen, lose die in the house. 30 Folgen lose die, danke für das Lose. Ciao zusammen, bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Thank you so much. Ciao, ciao. Ciao, ragazzi. Talk it like Lose D.